Hallo Leute, bei gutem Wetter gemütlich mit Freunden draußen sitzen und zusammen etwas trinken oder essen. Es könnte so schön sein, wenn nicht dauernd kleine Nervensägen stören würden. Wespen. Doch statt wild um sich zu schlagen und dabei sich oder die Insekten zu verletzen, gibt es einfache Tricks, um sie sofort wieder loszuwerden. Bevor es losgeht, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keine Videos mehr zu verpassen. Und los geht's. Gefühlt werden es jedes Jahr mehr. Kaum sitzt man draußen, stürzen sich Wespen auf das mitgebrachte Essen oder Trinken und summen um einen herum. Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern hat jedoch einen simplen Trick, wie man die Plagegeister schnell los wird. Mit einer Sprühflasche. Das funktioniert so. Man füllt eine Sprühflasche mit Wasser und sprüht dann in die Richtung der Wespen. Die Insekten denken dann, es regnet und ziehen sich in ihr Nest zurück. Dabei ist es wichtig, eine saubere Sprühflasche zu benutzen, denn Rückstände von Reinigungsmitteln können den Tieren schaden. Solltet ihr gerade keine Sprühflasche zur Hand haben, gibt es auch andere wirksame Tricks. Einfach Gewürznelken in eine Schale Wasser legen und auf den Tisch stellen. Das vertreibt die Wespen sofort. Es hilft auch, gemahlenen Kaffee in eine Tasse zu kippen und diesen dann anzuzünden. Die Tiere mögen den Geruch gar nicht und machen darum einen großen Bogen. Für einen anderen Tipp muss man vorplanen. Denn Wespen werden vom Duft von Blumen angezogen. Allerdings nicht nur von natürlichem, sondern auch von chemischem, wie er in fast jedem Parfüm vorkommt. Die Insekten stürzen sich praktisch auf Menschen, die Parfüm tragen. Das nächste Mal solltet ihr es also lieber weglassen und stattdessen besser Deo verwenden. Welchen Trick habt ihr, um Wespen zu verscheuchen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk uns doch einen Daumen nach oben. Solltest du Anmerkungen oder Fragen haben, dann kannst du uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Vergiss nicht, unseren Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.